Atlas, Part 1. Okay, Kapitel 5. Es sind zwei Teile geteilt, Part 1. So, Ben, das Botschafterstadt war's. Ich bin Nierstellen, durch wie mit ihm. verrückter Und Dämon. alles in Ordnung, Doc, könnte Okay. man so sagen. Für jemanden mit Ihrer Krankengeschichte gibt es absolut nichts zu meckern. Der Ruhestand tut Ihnen gut. Ja. Mein Ruhestand war ein Albtraum. War? Wenn ja, muss ich Ihnen dringend davon abraten. Sagen wir einfach, mein Leben macht endlich wieder Sinn. Und das habe ich ganz alleine Faye hier zu verdanken. Ah, ich verstehe. Und ich hatte schon befürchtet, Sie versuchen schon wieder die Welt zu retten. So ungefähr ist es auch. Mein Ruhestand ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich kann angeln, so viel ich will, darf viele interessante Bücher lesen und habe jede Woche tolle Gespräche mit meiner Therapeutin. Das klingt doch besser, als sich halb tot zu arbeiten und wochenlang im Krankenhaus zu liegen, oder? Meinen Sie? Lassen Sie uns später weiterreden. Wir kommen sonst zu spät zur Präsentation. Richtig. Dann kommen wir nun zu Ihnen, Miss Fay. Haben Sie irgendwelche Krankheiten, von denen ich wissen müsste? Was geht dich das an? Oh, das geht mich sogar sehr viel an. Von meinem Gutachten hängt es ab, ob Sie auf die Insel dürfen oder nicht. Dann bleibe ich eben hier. Ich reise doch keine 500 Jahre, um mich aufschlitzen zu lassen. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Faye, Sie können dem Doc vertrauen. Er weiß, was er tut. Na gut. Aber keine heißen Kohlen. Und keine Sägen. Versprochen. Bent, wenn Sie bitte draußen warten würden. Ich fürchte, das kann hier noch etwas dauern. Ja, Bent, geh schon mal vor. Ich werde mit diesem Quacksalber Heißes schon alleine Kohlen und fertig. Segen. Faye starrt den Doc an, als wolle er sie erschlagen. Dabei will er nur ihre Kniereflexe testen. Doc, ich brauche einen abgestempelten Pass, sonst lässt mich Barney nicht zur Präsentation. Sie bekommen ihn, sobald ich Ihre Freundin untersucht habe. Hey, das blendet! Würden Sie bitte aufhören, die Augen zuzukneifen? Ich muss Ihre Pupillen überprüfen. Nein, meine Augen bleiben zu. Oh, schwierige das dauert wohl Patientin. noch. Wenn ich rechtzeitig zur Präsentation will, muss ich mich darum kümmern. Der Doc ist zu beschäftigt. Wenn ich rechtzeitig zur Präsentation. Okay. Eine sehr schwierige Patientin. Ärzte und ihr Papierkram. Da wird ein Stempelkissen schon mal so wichtig wie ein Skalpell. Kurz trocken, wie Bürokratie ebenso ist. Gesundheitspass. Nur wer so einen Wisch vorweisen kann, darf auf die Bohrinsel. Da reicht das schon, da brauche ich da noch einen trockenen Stempel drauf. Hoffnungslos. Das Stempelkissen ist völlig ausgetrocknet. Da färbt meine Haut sogar besser ab als das. Ja. Die Matratze ist durchgelegen, sie quietscht und man ist meilenweit entfernt vom Tageslicht. Auch nach 2 Jahren kann ich dieses Bett nicht mehr sehen. Ja. Hübsche Bilder. Das obere hat Duwe vor langer Zeit gemalt, das untere nicht. Blutproben. Dickflüssiges Zeug. Ich klaue einem Arzt das Blut. War das früher nicht mal andersherum? Okay, wir haben Blut. Das ist der Schrank mit den Patientenakten. Unter anderem. Unter anderem seiner. Das ist der Schrank mit den Patienten. Unter anderem. Ah ja, da ist sie ja. Ben Svensson, geboren. Schwere Depressionen, Burnout, etc. etc. Von weiterer Beschäftigung wird abgeraten. War das wirklich erst vor 2 Jahren? Ja. Das können wir hier nicht mehr viel machen. Nicht recht, da schon mal wegzukommen. Alles im Lot, Bent? Wo ist deine Begleitung? Sie wurde aufgehalten. Das ist schlecht. Die Präsentation ist fast vorbei. Hast du den Pass?
Da, der Pass. Glücklich? Glücklich bin ich erst mit einem ordnungsgemäß aufgedrückten Stempel. Du bist ein verdammter Bürokrat, Barney. Penible, trockene Bürokratie ist leider die einzige Waffe, die unsere Forschung am Laufen hält. Bitte, Bent. Es ist doch nur ein Stempel. Geht es nicht auch ohne Pass? Ach, Dr. Svensson. Ich habe mir die Vorschriften nicht ausgedacht. Verdammt. Wie stehen unsere Chancen, einen Investor zu finden? Gut, würde ich sagen. Wir haben heute schon ordentlich Eindruck gemacht. Hast du ihnen die Labore gezeigt? Nein, aber es gab einen fantastischen Brunch mit atlantischem Wildlachs. Ja, ich weiß, was du denkst. Überfischung der Meere, aussterbende Arten. Das Problem ist nur, dass wir uns den erhobenen Zeigefinger heute nicht mehr leisten können. Keiner will mit spießigen Ökos Geschäfte machen. Aber wir sind spießige Ökos. Falsch. Wir sind Ökos mit atlantischem Wildlachs. Mit uns kann man normal reden. Barney, wir dürfen uns nicht verkaufen. Sei nicht naiv, Bent. Wir brauchen das Geld. Und das bedeutet nun mal auch, dass wir uns bei reichen, arroganten Geschäftsleuten anbiedern müssen. Jede einzelne Zelle in mir wehrt sich dagegen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du willst forschen und ich erledige die Drecksarbeit, damit du forschen kannst. Da ist manchmal kein Platz für Weltverbesserungsromantik. Ich weiß, ja. Ich weiß. Ich komme gleich wieder. Gut, aber beeil dich. Okay, wir brauchen einen Stempel. Vielleicht können wir... Können wir den Blutenstempel machen? Eine drastische Maßnahme, aber die Zeit drängt. Etwas makaber, aber es hat geklappt. Ein blutiger Stempel. Hast du den Pass? Hier, Barney. Das ist dann alles. Darf ich jetzt durch? Okay. Name drauf. Stempel drauf. Alles klar. Dann kann das große Comeback ja endlich starten. Ha. Puh. Nervös? Wieso das denn? Es ist immerhin 2 Jahre her, seitdem du deinen Sohn das letzte Mal gesehen hast. Ach Quatsch. Ich bin doch nicht nervös. Ja? Kannst du schon mal vorgehen? Ich müsste noch mal kurz für kleine Weltverbesserer. Was denn? Ich muss doch nur aufs Klo. Ich bin nicht nervös. Aber klar doch, Bent. Aber klar doch. Dr. Svensson, wie sage ich es am nettesten? Was Sie uns hier gerade erzählen, ist durchdrungen von banalen Allgemeinplätzen und esoterischem Hokuspokus. Wir wissen, dass uns das Erdöl irgendwann ausgehen wird. Wir wissen auch, dass es dann einen enormen Energiehunger zu stillen gilt. Es ist auch klar, dass sich irgendwelche Spinner regelmäßig über unser Klima Sorgen machen, wenn man ihnen funktionierende Lösungen anbietet. Was wir nicht wissen ist, warum wir zum Teufel hierher gekommen sind. Von was für einer Wundertechnologie sprechen Sie, wenn Sie behaupten, all die Probleme dieses Planeten auf einmal lösen zu können? Vielen Dank für das Stichwort, Herr Indes. Ich spreche von einer Technologie, die keine Emissionen verursacht. Eine, die leicht zu vervielfältigen ist und die in jedem Haushalt stehen kann. Und die so effektiv ist, dass... Habe ich Sie richtig verstanden? Ihr Wundergewächs steht beim Endverbraucher im Garten? Ja. Das Zauberwort heißt Reproduktion. Mit einer kleinen Anlage, die auf jeden Balkon passt, kann sich jeder Haushalt autonom mit dieser absolut umweltfreundlichen Energie selbst versorgen. In einem Prozess, der Nitrogenase genannt wird... Er meint wohl Hydrogenase. Gut. In einem Prozess, der Hydrogenase genannt wird, erzeugen Cyanobakterien aus Licht, Luft und Wasser energiereichen Sauerstoff. Der Wirkungsgrad der Energieausbeute erzielt aber Werte um die 0,08%. Was? Das stimmt nun wirklich nicht. Es sind 0,8%. Möchtest du vielleicht den Vortrag halten, Vater? Vielleicht können wir uns dieses peinliche Familiendrama etwas abkürzen. Für mich stellt sich immer mehr die Frage nach dem Geschäftsmodell. Wenn man ihre Algen wie Schnittlauch auf dem Balkon züchtet, was verkaufen wir dann den Kunden? Schließlich will niemand von uns die Energie verschenken, oder? Ja, nein. Der Endverbraucher benötigt natürlich die Technologie, um die Algen zu züchten und den Wasserstoff abzuführen. Sowohl die Tiere als auch das Equipment sind von uns patentiert. Auch die Brennstoffzellen zur Umwandlung müssen eingekauft und gewartet werden. Aber
Das gehört alles auch schon zum kaufmännischen Teil unserer Präsentation. Darum schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause machen, damit wir im Anschluss direkt in die Kalkulation einsteigen können. Ich würde diese Bakterie gerne mal in Aktion sehen. Oder das. Nach der Pause werden wir Ihnen die Blaualge präsentieren, um dann in die Kalkulation einzusteigen. Um Punkt 2 sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Danke für den Glück, Scheune. Das war ja was. Und wo ist Duwe überhaupt so schnell hingelaufen? Er hätte wenigstens Hallo sagen können. Nimm es ihm bitte nicht übel. Erst die Aufregung mit der Präsentation und dann taucht auch noch sein Vater völlig unangemeldet auf. Er ist einfach etwas überfordert. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er hat seine Sache gut gemacht. Es ist vielmehr dieser Indes, der mir Sorgen macht. Emilio Indes ist ein Geschäftsmann. Er muss solche Fragen stellen. Nein, nein. Meine Eingeweide sagen mir, er hat irgendetwas vor. Und ich werde diesen Raum erst verlassen, wenn ich herausgefunden habe, was... Ja, tschüss, Barney. Reden wir mit Barney. Barney, kann ich dich was fragen? Klar, schieß los. Was macht dieser Indes überhaupt hier? Er war auf einer Klimakonferenz in Oslo und muss da von unserer Forschung erfahren haben. Jedenfalls hat er mich danach gleich angerufen, um einen Termin zu vereinbaren. Dieser Mann ist einer der größten Umweltsünder unseres Planeten. Ich weiß. Aber wenn er am Ende unser einziger Investor ist... Dann verkaufen wir unsere Seele an den Teufel. Bent. Ich weiß, du hörst das nicht gern, aber ich betone es immer wieder. Manchmal muss man eben Kompromisse eingehen, wenn man Gutes tun will. Naja. Wer sind die beiden am Tisch? Das sind Mr. und Mrs. Wagner von Wagner & Wagner in Vancouver. Sie sind extra aus Kanada hergekommen? Nicht ganz. Sie hatten sich ein Ferienhaus an einem Fjord gemietet, als sie von der Präsentation erfuhren. Na, hoffentlich sehen Sie das hier nicht als Tagesausflug. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Touristen. Was wir brauchen, sind Leute mit Geld. Und die beiden haben Geld wie Heu. Also bitte sei nett zu ihnen. Das wird er nicht. Wer ist der Mann in dem weißen Gewand? Das ist Said Yanzir. Er ist Buchhalter eines der größten Ölmagnaten im Mittleren Osten. Bloß ein Buchhalter? Was hat ein Buchhalter denn schon zu entscheiden? Sein Chef wollte erst selbst kommen, hat dann aber kurzfristig abgesagt. Bent, die Zeiten sind schlecht. Wir müssen nehmen, wen wir kriegen können. Das sind ja Aussichten. Wer ist der Mann mit der gelben Weste und der Krawatte? Sein Name ist Kevin Krenz. Er macht gerade Praktikum bei uns. Und? Hat er was drauf? Schwer zu sagen. Die meiste Zeit läuft er nur rum und macht sich irgendwelche Notizen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, er recherchiert für einen Roman. Klar, er will schon eine Geschichte über Typen wie uns schreiben. Ja, guter Einwand. Aber du weißt ja, Spinner gibt es immer und überall. Ich mach dann mal weiter. Viel Glück. Was stilles Wasser. Gesünder als Fruchtbowle und Champagner. Ja. Zeigestock. Mein alter, ausfahrbarer Zeigestock. Zum einiges im Inventar. Er sieht aus wie eine Mischung aus naiven Touristen und skrupellosem Geschäftsmann. Ich dachte, er ist beides. Er klemmt. Und? Was sagen Sie zur Bakterie? Ich sage, das dauert mir alles zu lange. Ich will endlich was sehen. Gedulden Sie sich. Nach der Pause ist es soweit. Gut. Ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Frau und ich haben später noch eine Whale-Watching-Tour gebucht. Und das will ich unter keinen Umständen verpassen. Ich versichere Ihnen, Sie werden die Wartezeit nicht bereuen. Wir werden sehen. Ist das ein Polylux? Das ist ja schrecklich. Gefällt Ihnen die Präsentation soweit? Oh ja, es ist alles ganz reizend. Besonders der Hubschrauberanflug war fantastisch. Ich meinte die Cyanobakterie. Überzeugt sie die Technologie? Nach der Pause soll es ihr eine Live-Vorführung geben. Wenn die ähnlich spektakulär wird wie die Anreise, dann stehen ihre Chancen gut. Sie erwarten eine Show? Ja, beeindrucken sie uns, dann bekommen sie auch unser Geld. Es ist doch Touristen.
Das ist der Hebel für das Fenster. Das Fenster ist offen. Das kann doch nicht wahr sein. Kein anderes Vogelküken auf dieser Welt ist so laut wie diese Belger vor dem Fenster. Solange die hier weiter rumnölen, verstehe ich kein verdammtes Wort da draußen. Ja. Um dort ranzukommen, gibt es nur eine Möglichkeit. Sie wollen doch nicht etwa auf den Stuhl steigen? Doch. Wieso fragen Sie? Nun, ich hielt Sie für einen Gentleman. Einen Mann mit Format. Jemand, den ich und mein Ehemann gerne finanziell unterstützt hätten. Auch ein Gentleman steigt mal auf einen Stuhl. Bitte, lassen Sie uns nicht streiten. Ich habe meine Meinung gesagt. Machen Sie daraus, was Sie wollen. Wenn ich unsere Investoren nicht vergraulen will, muss ich mir wohl etwas anderes überlegen. Als ob. Durch bloßes Anstoßen bekomme ich den Stopper nicht rausgedreht. Tja, vielleicht kann man... Ran damit! Ha, das passt ja wie die Krone auf die Maus. Nichts als Quacksalberei. Der Stein der Weisen. Ein Flaschenöffner auf einem Zeigestock. Ja. Und nun? So, Stopp entfernt. Was halten Sie von der Präsentation, Mr. Indes? Glauben Sie, diese Blaualge ist eine Investition wert? Dieses Gewächs? Nie im Leben. Aber das hätte ich Ihnen auch schon vorher sagen können. Wenn Sie das schon wussten, warum sind Sie dann hier? Ich bin hier, um ein Ärgernis zu beseitigen. Ein Ärgernis so klein wie eine Mücke und so penetrant wie ein Stein in meinem Schuh. Und so aufdringlich wie ein übergewichtiger Norweger, der sich in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen. Reden Sie ruhig weiter. Lassen Sie sich von mir nicht stören. Von was für einem Ärgernis sprechen Sie? Ich erzähle es Ihnen, wenn wir wieder allein sind. Ja. Die Forschungsluft. Besser nicht. Ich will nichts kaputt machen. Na, ihr Kleinen, Vögel, was habt ihr denn? Ich dachte, ich wäre besser mit Kindern. Mögt ihr Pistazien? Da. Brav. Sehr schön. Kannst ja weitergehen. Stilles Wasser, gesünder als... Von hier aus wird die machen doch kein... Sehen Sie nicht, dass wir uns gerade unterhalten? Doch. Und da dachte ich stelle mich einfach dazu. Sie sind hier nicht erwünscht. Damit hätten wir wohl beide das gleiche Problem. Sparen Sie sich die Sprüche und hauen Sie ab. Sehr höflich. Es kann ja nicht schief gehen. Herr Indes, drehen Sie sich nicht um. Wir werden beobachtet. Und schon sind Sie wieder still. Ja. Und durch den Vorhang lauschen? Haben Sie Angst, die Alge könnte Ihnen den Markt kaputt machen? Wenn es wirklich eine Blümchenenergie geben würde, die sich jeder Tölpel auf der Veranda heranzüchten könnte, dann ja. Aber dieses Kraut bekommt doch nicht mal einen Toaster zum Laufen. Meine Sorge ist nur, dass diese Idioten in Oslo das anders sehen könnten. Und was wollen Sie dagegen unternehmen? Was jeder gute Geschäftsmann machen würde. Ich werde sie kaufen. Ein Exemplar kommt bei mir ins Regal. Der Rest auf den Grund des Meeres. Wo Algen eben hingehören. Bon voyage, Dr. Svensson. Das müssen wir verhindern. Arrivederci, Biostrom. Und das Schönste... Solange sich niemand anderes dafür interessiert,
bekomme ich das Ganze auch noch zum Schnäppchenpreis. Dieses Schwein. So, meine Herrschaften, die Pause ist vorbei. Wenn Sie bitte wieder Platz nehmen würden. Wir kommen nun zur Live-Präsentation unserer Technologie. Wie Sie sehen, haben uns unsere Assistenten ein Exemplar der Alge bereitgestellt. Dr. Svensson, wenn ich Sie nun bitten dürfte. Sehr gerne. Er meinte mich. Lassen Sie mich das machen. Ich habe 30 Jahre an dieser Technologie gearbeitet. Ich weiß, wie man das Maximum aus ihr herausholt. Also gut, dann bitte. Der Generator wandelt das H2 der Algen in Strom um. Die Lampe am Generator leuchtet nur mäßig. Für eine erfolgreiche Hydrogenase braucht die Alge Licht, frisches Wasser und Luft. Ja. Da liegt etwas Schweres auf dem Schlauch. Kein Wunder, dass der Generator so schlecht arbeitet. Dieses Ding liegt hier doch mit Absicht. Und schon kommt mehr H2 in den Generator. Für eine erfolgreiche Hydro... Für eine erfolgreiche Hydrogenase braucht... Der Generator... Genug Licht hat sie jetzt. Tja. Genug Licht. Der Generator wandelt das H2 der Algen in Strom um. Sie leuchtet schon etwas mehr, ist aber noch weit weg von überzeugend. Tja, was machen wir jetzt? Akku anschließen. Pah, Nonsens. Plastiknetz. Schmonzes. Nichts als Ram. Heckmeck. Hoppalapap. Ja. Nichts als Quacksalberei. Vielleicht ein bisschen Wasser rein. Frischen wir die Alge doch mal ein bisschen auf. So. Die Alge hat nun Licht, frisches Wasser und das Gas kann ungehindert in den Generator fließen. Und die Glühbirne leuchtet. Bravo! Erkennen Sie etwa nicht die Genialität hinter dieser Performance? Das Einzige, was ich erkenne, ist ein Haufen Schleim in einem Aquarium. Dr. Svensson, da sich hier sonst keiner dafür zu interessieren scheint, ich würde Ihnen diesen Schleim liebend gerne abkaufen. Halt, einen Moment noch. Ich habe etwas vergessen. Die Präsentation ist noch nicht vorbei. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Das Plastiknetz jetzt. Das ist doch Blödsinn. Blanker und... Boah, eine Show und müssen das schneller... Kladderadatsch. Das Netz, das macht das... Also gut. Das Netz, das macht das Ganze, das ist zwar ein bisschen Beschiss, aber... Wenn das funktioniert, dann glaube ich Faye von heute an jedes einzelne Wort. Ach, herrje. Was? Na, das war ja sehr gut. Getan? Ich wollte nur... War das diese Nitrogenese, von der Sie gesprochen haben? Ich hätte nie geglaubt, dass 0,8% so kraftvoll sind. Dr. Svensson, anstatt ellenlange Monologe über Windenergie zu halten, warum haben Sie uns das nicht gleich gezeigt? Ich weiß es nicht. Fragen Sie meinen Vater. Er ist hier der ungekrönte Experte. Und, wer von Ihnen beiden bekommt jetzt unser Geld? Das hat sehr gut geklappt. Dieser blöde Arzt. Ich will mich hier nicht ausruhen und ich bin auch nicht krank. Hey, bitte komm! Das hat geklappt. Hallo? Du musst verschwinden! In Anschlag! Alle werden sterben! Delvin! Was redest du da? Was für ein Anschlag? Die in Mist! Etwas stimmt mit der Antenne nicht. Wollte Oggi sie nicht an den Helikopter montieren? Oh nein! Hoffentlich hat er sie nicht kaputt gemacht. Ich prüfe das besser nach.
Aber erstmal schauen wir uns hier um. Da hat man mal Sonnenlicht und stellt den Schreibtisch trotzdem in die dunkelste Ecke. Naja, wenigstens sind die Menschen dann schon an das Leben im Bunker gewöhnt. Schade. Der Blick geht raus auf die Bohrinsel. Ich hätte gerne mehr vom Wasser gesehen. Na, können wir nach draußen. Was für ein schönes Material. Wie es wohl hergestellt wird? Oh, mir hat jemand eine Nachricht geschrieben. Herzlich willkommen auf der Forschungsstation Atlas 11, dem Zuhause der international geschätzten Svensson-Hinrichs-Cyanobakterie. Mahlzeiten sowie Kaffee und Kuchen werden rund um die Uhr in unserer wunderbaren Kantine im ersten Stock serviert. Wenn Sie mit dem Festland telefonieren möchten, kontaktieren Sie bitte unseren leitenden Funker auf dem Dach. Wenn Sie sonst etwas brauchen oder vermissen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an mich, Barney Flint. Zweiter Stock, hinterste Tür, einfach klopfen. Im Namen des gesamten Teams, Duve Svensson und Lissa Hinrichs, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele lehrsame Stunden. Gezeichnet, Barney Flint, Managing Director. Wie nett. Aha, Raumschiff Freigeschütz, willkommen auf der Atlas. Ja. Was für ein schönes Material, wie es wohl hergestellt wird? Die Kommode. Ah, Holz. Ah, ich glaube, das wüsste nicht, wie das hergestellt wird. Mit Holz. Da hat man mal Sonnenlicht und stellt den Schreibtisch trotzdem in die dunkelste Ecke. Naja, wenigstens. Da sind ein paar Bäume für gestorben. Wow. Da könnte man ganze 5 Fays drin stapeln. Okay. Ein Beutel. Wer hat das denn vergessen? Lack für die Nägel, Tusche für die Wimpern, ein Stift für die Lippen. Wer braucht denn ein Mahlzeit für das Gesicht? Ah, diese Falle sieht nützlich aus. Tja, so war das früher, Faye. Eine transparente Duschkabine. Da haben wir in unserem Bunker ja mehr Privatsphäre. Gut. Da können wir raus und da können wir raus. Oha. Jetzt aber nicht viel zu machen. Er steht auf der Brücke und raucht. Ah ja, sehr guter Arzt. Ein rauchender Arzt. Ah, wir sind jetzt hier unten. Nein, geht nicht. Und auf dem kleinen Schild hier steht auch warum. Wegen Umbauarbeiten ist die 23 bis auf weiteres außer Betrieb. Nicht schlimm. Ich habe ja noch meine 24. Weißt du, was noch lustiger ist als 24? 25. Aha. So, bitte. Oha, hier gibt's Essen. Unsere Köche tragen Handschuhe und Mundschutz, damit bei der Produktion keine Bakterien in die Nährstoffpakete geraten. Was ist das? Noch nie eine Mikrowelle gesehen? Mikrowelle? Das Ding sendet Wellen? Yep. Kann man damit auch funken? Ha, also eine Antenne würde ich da nicht reinstecken. Am Ende fliegt mir noch der ganze Laden um die Ohren. Und das wäre nicht sehr appetitlich. Das glaube ich gern. Ich mag den. Koch. Was gibt's? Was kann man hier essen? Was ist? Nichts. Wir haben Apfelstrudel und Rackfisk. Ja. Ich hätte gerne dieses Rackfisk. Gute Wahl. Ist ganz frisch zubereitet. Da. Ich hätte gerne den Apfelstrudel. Kommt sofort. Bon Appetit. Wenn er noch zu kalt ist, schmeiß ihn in die Mikrowelle. Danke. Ich guck mal.
Der Strudel ist kalt. Kein Problem. Geben Sie her. Da 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 da. Da 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 da. 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 Der Strudel ist immer noch kalt. Her damit. Da 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 da. Der Strudel ist immer noch kalt. Kein Problem, geben Sie her. Wie oft wir das machen können. So eine Stromverschwendung. Da 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 da. Kann ich den ganzen Tag machen. Da. Der Strudel ist immer noch kalt. Her damit. Ich glaube, das wird es immer gleich. Da 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 da. Das ist lustig. Da 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 da. Wir haben gerade eh nichts Besseres zu tun. Da. Bis dann. Ja. Ciao. Ach, für Schule. Der müsste das Glühteil sein. Rackfisk, ich würde gerne wissen, was das ist. Was gibt's? Bis dann. Ja. Okay. Was waren das noch für Wellen? Mikrowellen. Keine Ahnung. Kann jedenfalls ungemütlich werden, wenn man damit was anderes macht als essen. Auf jeden Fall. Wenn man Metall reinpackt, kann das explosiv werden. Das kann ich beenden. Die Krankenstation. Zu. Aber ich will da auch gar nicht wieder rein.